Scheiße, ich hab keine Kraft mehr! Wahnsinn! Das bitte sein, Markus. Ich kann den sicher spielen und will auf einmal gegenziehen. Aber wirklich unnötig. Tschau! Mann, das ist so unverdient. Hallo, zufriedenes Freunde und herzlich willkommen zum Zwillingsduell. Ja, wir zwei werden uns heute mal ein heißes Match liefern. Und wer als erstes 4 Sätze gewinnt, der geht hier als Sieger nach Hause. Und was gibt's zu gewinnen? Ja, entweder Döner-Teller oder CPM, Currywurst, Pommes, Mayo. Das überlegen wir uns noch. Ich glaube, Döner-Teller ist teurer, also ich gewinne. Mal gucken. Ja, wir sind inspiriert vom Video mit Daniel Potten natürlich. Riesenduell. Ja, ganz liebe Grüße. Wir wollen es ähnlich machen. Also vor jedem Satz, beziehungsweise nach jedem Satz, gibt es hier eine kurze Analyse. Immer abwechseln und dann gucken wir mal, wer am Ende die Oberhand behalten wird. Ja, auf dich. Ja, es geht gleich los. Erster Satz. Ich habe natürlich schon sehr oft gegen Fabi gespielt. Wir kennen uns hin und auswendig, was für mich als Abwehrspieler natürlich kein Vorteil ist. Er weiß genau, wie er meine Abwehrbälle zu nehmen hat. Deswegen sehe ich ihn mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar leicht im Vorteil, aber trotzdem rechne ich mir hier gute Chancen aus, ihn zumindest zu ärgern. Ja, vielleicht gewinne ich sogar mal 1, 2, 3 oder 4 Sätze. Meine Taktik für den ersten Satz ist auf jeden Fall, sehr aktiv zu spielen, weil wenn ich passiv spiele, dann haut er mir die Bälle um die Ohren. Vamos. Ja, hi zusammen. Erster Satz steht an. Mein Bruder ist ein bekannter Gegner. Ich kenne die Noppe. Von der Taktik her werde ich natürlich versuchen, ihn möglichst in der Abwehr zu erwischen und dann entweder mit Spin über die Mitte bis Vorhand gehen, dass er nicht gut gegenziehen kann, sondern reinhält. Dann kann ich den nächsten Ball festziehen oder kurz legen und ihn in Bedrohung bringen. Ich werde auch seinen Angriff testen zunächst und gucken, kann ich den vernünftig blocken, wie gefährlich wird er mir. Das ist phasenabhängig, gerade die Rückhand ist manchmal sehr gefährlich. Und wenn ich merke, ich habe den Angriff unter Kontrolle, dann bin ich ein bisschen flexibler beim Rückschlag auch. Wenn ich merke, der Angriff ist heute eine gefährliche Waffe, dann fange ich an kurz zu legen, aggressiv im Aufschlag-Rückschlag mich zu präsentieren. Wichtig ist, jeden Ball zu kämpfen und variabel zu sein. Ja, wünsche mir Glück.
Jo, komm. Taxi. Sorry. Ja, spannender erster Satz, ging die ganze Zeit hin und her, er führt 8-6. Ich komme auf 9-8, dann ein bisschen unglücklich bei 9-9, der Kantenball. Und ja, bei 10-9 habe ich gedacht, ich gehe nochmal mit Spin in die Rückhand und ziehe dann auf die Mitte nach, Mitte bis Vorhand, um richtig Spin reinzukriegen. Aber der Abwehrball, da kriegt man so viel Qualität, den wollte ich sicher reinbringen, aber das war ein Fehler. Insgesamt weiß ich, muss aktiver bleiben, Rückschlag über die weite Front kriege ich ihn. Und ich muss aufpassen, wenn er selber zieht. Ja, aus seiner tiefen Rückhand, dann versucht er den Körper zu erwischen. Rückhand, Vorhand kann ich blocken, aber hier muss ich einfach schneller rein. Ja, schwierig, aber ich glaube dran. Ja, ersten Satz, gerade so noch gewonnen. Ziemlich Dusel gehabt bei 9-9. Taktisch dumm, ich mache langen Aufschlag, will abstechen, aber bin viel zu aufrecht. Hab dann echt Glück, dass er noch an die Kante segelt. Ansonsten bin ich ganz gut reingekommen. Dann hat Fabi deutlich besser gespielt. Er hat zum Schluss 9-8 geführt. Er hat auch meine Aufschläge gut bekommen. Vorhandaufschläge mache ich oft Seiten unter. Die hat er jetzt angezogen oder mal in die Vorhand geflippt, viele direkte Punkte gemacht. Deswegen habe ich jetzt zum Schluss eher mal Rückhandaufschlag gemacht, damit ich dann selbst erstmal in ein Schupfduell komme und dann nicht direkt meinen Aufschlag aktiv reinspielt, sondern erstmal nur schupft. Ich behalte es erstmal bei Anfang zweiter Satz und dann versuche ich zu variieren und auf jeden Fall weiter viel anzugreifen und durchzuspielen. Ich hatte diesen einen Ball, wo ich ihm schön auf Ellenbogen gespielt habe, er bekommt einen hoch und ich bleib stehen, komme viel zu spät zurück, mache dann einen dummen Fehler. Das hätte es am Ende sein können, warum ich verliere. Deswegen jeden Ball durchspielen. Vamos. Das ist sicher oder gegen sie? Da kann ich schon ein bisschen.
gibt's doch gar nicht. Wieder ein Netzroller, aber diesmal nicht. Hey, du Vogel, nutz ihn doch. Bevor sonst. Zurückgelegen, jetzt bin ich auf 9-10 ran. Jetzt zieht das Timeout. Ich hatte bei 10-8 schon abgerechnet. Aber gut, 4 Gewinner machen wir. Zweiter Satz. Hinterher wartet man Timeout, jetzt bei 10-9 wieder nervös. Markus ist heute unheimlich sicher, also sehr hohes Niveau. Ich muss richtig viel Risiko eingehen und vor allem muss ich richtig oft ziehen. Ich platziere den Körper, Rückhand vorne, es kommt viel zurück. Ich muss einfach dranbleiben und bereit sein, wenn er gegenzieht, zu blocken oder wieder gegenzuziehen. Ich muss einfach fokussiert sein, durchspielen jeden Ball und einfach bereit sein, 5, 6, 7 Mal zu ziehen. Das mache ich. Ich versuche weiter keinen Fehler zu machen, fehlerfrei zu spielen. Kann schnell vorbei sein, aber spätestens ab dem nächsten Satz weiter volles Risiko, nicht zu passiv sein. Wünsche mir Glück. Ja, habe jetzt endlich mal Timeout genommen, 10-4 geführt. Habe schon überlegt, bei 10-7 mitzunehmen, weil ich da noch einen Aufschlag habe. Aber war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Punkt mache und 2-0 führe. Aber jetzt bei 10-9 will ich ihn noch mal so ein bisschen aus dem Rhythmus bringen. Er hat sich in den Flow gespielt, kaum Fehler gemacht. Ja, und jetzt versuche ich einfach mal ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, mal was Überraschendes jetzt bei 10-9 zu machen. Ein Punkt, vamos. Bitter. 10-9 habe ich erst den Netzaufschlag gemacht und gemerkt, er will mit der Vorhand reingehen. Also habe ich noch weiter in die Rückhand gespielt. Noppe kam gut. Hätte ich ziehen können, klar, aber habe gedacht, ich spiele sicher in die Rückhand und wenn er umläuft, kriege ich geblockt. Aber war ein bisschen überhastet. War ein guter Topspin. Hätte ich im Nachhinein ziehen müssen.
möglichst über die weite Vorhand. War zu wenig, aber jetzt 0-2, egal. Von Anfang an spielen, hatte auch ein paar Netzroller gegen mich. Am Ende 2x11-9 verloren, also bin dran, alles drin. Ja, gut, dass ich das Timeout genommen habe. Dadurch war ich noch mal ein bisschen frischer jetzt, nachdem er wirklich 5 Punkte in Folge gemacht hat. Und ich hatte mir fest vorgenommen, aktiv zu spielen, weil er gerade einfach zu sicher war und ihm so ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Hat dann geklappt. Insofern richtige Entscheidung. Jetzt 2-0 ist gut für mich. Für dich als Zuschauer vielleicht nicht so gut, da wäre 1-1 jetzt spannender. Aber ich will ihm ja natürlich nichts schenken, auch wenn er es sich natürlich verdient hätte nach der Aufholjagd. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Glück. Muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen mehr variiere, ein bisschen offensiver spiele. Weil bis 9-3 oder 10-4 hat er kaum Punkte gemacht und ich habe die Bälle einfach sicher reingespielt. Aber ab dann hat er dann angefangen, alles zu bekommen. Also jetzt wieder aktiver. Vamos. Ein Stolpern statt Lässe. Komm, lässt man aktiv vom Kopf. Nur Glück! Meine Fresse, ey. Anders geht nicht. Nein, wieso denn? Das brauche ich doch gar nicht. Du musst einfach rüberspielen, nicht auf die Kante. Ein bisschen eisig. Was denn, Fehler? In allen Mitteln. Er hat kein Timeout mehr. 4-2 geführt, 4-7. Wieder 5 Punkte für mich. Jetzt ist der Schuh auf einmal locker. Hey, gibt's das denn wirklich mit den 15-Sekunden-Regeln? Ja, ist okay. Meine Fresse, ey! Auf die Wampe, ey. So, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob der auf der Kante war, sorry. Aber da hat er jetzt bei 10-6 und bei 10-9 Netz. Kein Problem. Das bitte sein, Markus. Ich kann den sicher spielen und will auf einmal gegenziehen. Aber wirklich unnötig.
so sicher auf den Tisch. Tor! Ich bin 0-3 hinten. Jeder Satz ist eng. 2x9, jetzt verliere ich hier 14-12. 10-6 geführt, alles lief flüssig. 2-4 lag ich hinten, 7-4, alles kam, alles lief. Bei 10-6 war ich ein bisschen zögerlich, hatte ein paar lange Aufschläge, die wollte ich sicher reinplatzieren, jedes Mal knapp drüber. Dann hatte ich ein paar gute Bälle auf der weißen Linie, die wollte ich ziehen, treffe den Ball nicht richtig. Also mir fehlen ein paar Prozent, ein paar leichte Fehler, aber ist auch bitter, immer so knapp zu verlieren. Er hat am Anfang mal ein paar Bälle liegen lassen, als es knapp wurde, kam die Rückhand wieder, perfekt. Ich muss einfach hoffen, dass ich im nächsten Satz einfach konstant durchziehe, durchspiele und ja, einfach weniger Fehler mache. Trotzdem, ich glaube noch dran. Ja, das ging gerade so nochmal gut für mich, aber habe ich wirklich nur geklaut. 10-6 geführt, hatte alles im Griff. Ich habe beim Angriff mit der Vorhand ein paar Mal leichte Fehler gemacht. Ja, kam generell mit meiner Abwehr kaum zum Punkt, weil er sehr sicher war, sich den Ball ausgesucht hat und dann mich getötet hat. Was ich dann aber gut gemacht habe, ist wieder umzusteigen auf Rückhandaufschlag. Ja, ich glaube so ab 10-6, 9-5 rum. Und da hatte er wirklich Probleme mit. Da habe ich dann auch ein paar direkte Punkte gemacht, so 2-3. Zum Schluss, die wichtig waren, dann habe ich mich auch wieder getraut, Rückhand zu ziehen, auch getroffen. Ja, und dann mir den Satz noch geholt. Jetzt weiß ich aber, Fadi ist jetzt richtig drin im Spiel. Er kann auf jeden Fall jetzt hier noch 4-3 gewinnen, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen versuche ich jetzt einen Deckel drauf zu machen. Vamos. Wahnsinn. Da führt man im dritten Satz 10-6, ist gut und gerne dran, da noch reinzukommen. Dann verliert man jetzt 1-4. Ein paar schnelle Fehler, aber auch wenn ich ihn dann sicher in die Ecken spiele, der zieht mit Vorhand direkt platziert rein, sodass ich weiter hohes Risiko spielen muss, denn er hat jetzt mit Rückhand Vorhand gut getroffen. Ich muss riskieren, wenn ich Fehler mache, verliere ich halt, aber wenn ich treffe, dann geht hier noch was. Ja, guter Zeitpunkt auf jeden Fall für ein Timeout von Fabi. Vielleicht hätte er schon im dritten Satz bei 10-9 eins nehmen können oder bei 11-10 oder 12-11. Ja, aber jetzt, so wie ich drauf bin, traue ich mir zu, hier das Ding 4-0 einzutüten. Muss aber aufpassen, ja, wenn er jetzt hohes Risiko angeht, die Bälle trifft, ich ein bisschen nervös werde, ein, zwei leichte Fehler macht, dann kommt er hier ganz schnell wieder rein. Also jetzt nichts anbrennen lassen. Schade!
keine Kraft mehr. Wahnsinn. Job. Mann, das sind ja doch zu leichte. Die müssen einfach kommen. Einfach mal eine Bühne. Einfach mal leer. Den Rückschlag. Ohne Schnitt. So! Jetzt ist wirklich die Kraft am Ende. 10-9. 10-6. Kennen wir doch. Komm, einer! Zwei! Nee, komm, kannst du nicht machen. Ja, ich bin zu gut. Waren, glaube ich, ein paar sehenswerte Ballwechsel dabei. Ich kann mir eigentlich kaum Vorwurf machen. Ich war locker bei 90%. Hab hin und wieder leichte Fehler gemacht, als es drauf ankam. Ersten beiden Sätzen einige Glücksbälle gegen mich gehabt. Sonst läuft es anders. Und irgendwann kommt dann noch die Kondition und der Frust, wenn man macht und tut. Und trifft dann in den entscheidenden Momenten die Bälle an die Kante, ist ein Netzball dabei. Und mein Bruder war wirklich heute locker bei 100%. Mindestens 95. Also so oft, wie ich hier mit Spin in die Mitte des Vorhand spiele, normalerweise lässt er da ein paar liegen. Oder wenn ich den Festen dann in die Rückhand nachziehe oder Mitte oder Vorhand, normalerweise kommen da Punkte. Aber heute kam so viel wieder. Ich muss wieder kurz machen. Und eigentlich, so wie ich heute performt habe, kann ich mithalten. Müsste es hier 2-2 stehen. Stand aber 4-0. Deswegen Kompliment. Heute war es da einfach besser. Und das Essen bekomme ich. Die CPM bekommst du. Ja, vielen Dank. Also ich muss sagen, vor dem Spiel hätte ich gedacht, es geht hier locker 4-3 aus, weil oft spielen wir im Entscheidungssatz und es ist wirklich 50-50, komplett auf Augenhöhe. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal einer 3-0 oder 4-0 gewonnen hat. Aber ihr habt es ja gesehen, die Sätze waren alle mit zwei Bällen, die ersten drei. Ich habe im Entscheidungssatz 5-1 geführt, dachte, alles ist klar, auf einmal steht es 5-5. Also ja, und dann habe ich mich dann doch absetzen können. Ja, ich freue mich aufs Essen. Werde dir auf jeden Fall eine Orange geben, wenn du Lust hast. Gib mir 5 Minuten. Ja, und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest ein bisschen was lernen. Gerade so, wie Fabi es geschafft hat, mich oft in die Bedrohung zu drängen. Aber trotzdem hat er es dann irgendwie nicht nutzen können und den Punkt nicht immer machen können, weil ich dann doch irgendwie noch die Bälle gefischt habe. Und wenn man viele direkte Rückschlagfehler macht, das hat man ja auch gesehen. Rückhandaufschlag. Man muss auch sagen, eigentlich schlage ich mehr mit der Vorhand auf, aber er kennt meine Vorhandaufschläge hin und auswendig. Ich habe ja auch nicht viele Variationen und deswegen habe ich es mit Rückhand probiert. Ja, das war's von uns. Denkt dran, abonnieren, Daumen nach oben und bis bald. Macht's gut.